Aus drei Gründen unterstütze ich den Klimaprotesttag am 25. September. Der erste Grund ist, dass ich als Christ daran glaube, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Uns als Menschen, aber auch die außermenschliche Natur, diese wunderbare Umwelt. Wir dürfen sie nicht zerstören. Und der zweite Grund ist, dass ich seit 18 Monaten Großvater bin. Und ich möchte, dass auch mein Enkel und die vielen anderen Enkelinnen und Enkel von anderen Menschen, die heute leben, noch eine lebenswerte Umwelt haben. Und der dritte Grund ist Gerechtigkeit. Immer wieder bin ich als Bischof unterwegs in unseren Partnerkirchen. Und meine Schwestern und Brüder dort zeigen mir die Folgen des Klimawandels. Verdorrte Felder. Sie bekommen keine Nahrungsmittel mehr auf ihren Feldern, weil die Wetterextremitäten so groß geworden sind. In Tansania ist der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß pro Jahr 0,2 Tonnen, in Deutschland 9 bis 10 Tonnen. Deswegen trete ich als Bischof dafür ein, dass wir endlich die notwendigen Maßnahmen ergreifen, dass der Klimawandel auf ein verantwortbares Maß begrenzt bleibt, so wie es im Pariser Abkommen vereinbart worden ist. Ich wünsche mir, dass der Klimaprotesttag dazu beitragen kann. Allen, die sich für eine lebenswerte Umwelt auch in der Zukunft einsetzen, wünsche ich von Herzen alles Gute und Gottes Segen.